Gehörst du zu den Leuten, die Videos angeblich bereits nach 6 Sekunden abschalten, wenn nicht sofort ein übelst lustiger Witz kommt, weil sie nicht die nötige Aufmerksamkeitsspanne haben? Nee, bestimmt nicht, oder? Ihr seid höchstwahrscheinlich hier, weil ihr das Amsterdam-Video gesehen habt und das ist jetzt quasi das Add-on dafür, indem ich das alles nochmal so ein bisschen genauer erkläre mit der Millionärswahl, bei der wir jetzt mitmachen. Wobei wir da so ein bisschen ein gestreckter Begriff ist, weil so wie es aussieht, kann man nur als Einzelperson damit machen. Kalle und Daniel sind aber sowieso gerade in Amerika, also wäre zu lange ich diese Einzelperson sein. Wenn die aber wieder da sind, bis die Shows anlaufen und ich schätze mal, ja, das werden sie, dann kann man die natürlich auch durchaus da einbinden. Bis dahin bin ich halt die Einzelperson und ich habe demnächst auch noch eine Operation. Ich hoffe, dass ich bis dahin überhaupt wieder fit bin. Auf jeden Fall besteht dieses Konzept von der Millionärswahl daraus, dass man auf diese Seite geht und dafür den tollsten oder für den, der es am ehesten verdient, diese Million zu gewinnen, abstimmen kann. Und die ersten 49, die dann davon die meisten Stimmen haben, kommen in die Live-Shows im Fernsehen, ich glaube auf Pro7 sogar. Ja, dazu muss man sich allerdings anmelden. Und das geht relativ schnell. Ich habe das in 5 Sekunden über Twitter gemacht. Es kann allerdings sein, dass man seine Handynummer angeben muss. Ich weiß nicht genau, ob das Pflicht ist, ob man das umgehen kann. Ich finde das aber insofern gut, weil man dann einfach bestätigt, dass man eine reale Person ist und nicht irgendein Bot oder so. Und so können die Leute halt nicht bescheißen, weil bei solchen Sachen, ja, wird gerne mal beschissen. Dazu werde ich wohl auch nochmal ein paar Videos raushauen. Aber das die nächsten Tage. Also im Moment kann man halt auf das Profil gehen. Alle Links in der Beschreibung, bla bla bla. Ihr kennt das Geschwaller, ja. Im Moment kann man da die Scheiße liken. Ich poste da auch Fotos und Videos. Morgen kommt zum Beispiel mein Wahlwerbespot, warum gerade ich so awesome bin. Beziehungsweise wir, es soll ja nicht nur um mich gehen. Ich finde es eigentlich so ein bisschen ekelhaft, sich so zu vermarkten. Aber irgendwas muss man ja machen. Genauso die Sache, dass die ganzen anderen YouTuber halt da jetzt mitmachen und schon fett hier sich promoten. Ist halt auch ein bisschen bitter, dass man dann nicht ohne weiterkommt, aber... Nun gut, jetzt machen wir das halt. Ja. Oh, Amsterdam-Video ist fertig gerendert, kann ich gleich hochladen. Was war es noch? Ja, was wir mit dem Geld machen, weil ich am Amsterdam-Video kurz angeteasert machen könnten, werde ich demnächst wahrscheinlich auch nochmal ein Video zu machen. Nicht auf dem Kanal, es wird dann auf meinem privaten Kanal wahrscheinlich sein, damit der hier nicht zugespammt wird. Hier soll es ja dann doch nochmal um andere Sachen gehen. Ansonsten kann man abstimmen, also voten, wählen, kann man ab Sonntag 0:00, so wie ich das verstanden habe, und das dann mehrere Wochen in mehreren Etappen oder so, keine Ahnung, bis dann wirklich nur noch die 49 Leute übrig sind, die dann in 7 mit der Finalshow 8 Live-Shows im Fernsehen auf Pro7 oder wo auch immer sich präsentieren, und dann der Gewinner davon gewinnt die Million, der als letzter noch übrig bleibt. Die Live-Shows habe ich auch einige Ideen schon in petto, da kann man auch lustige Sachen machen. Ein bisschen Schabernack treiben und Scheiße bauen natürlich auch oder fresche Messages verbreiten, ihr kennt uns ja, sind viel zu viele verklemmte Peoples unterwegs. Ja, im Prinzip brauchen wir nur noch mal so viel Glück wie bei dem Jessica Nigri-Ding hier, dieser Ubisoft-Contest, Cosplay-Video-Contest. Ja, und natürlich ein bisschen, ja, Telefon for the win. Ich weiß gar nicht jetzt, was mein letzter Satz werden sollte. Ich habe mal nachgeguckt und so ein bisschen oder so. Wahrscheinlich Support von Leuten, die für uns voten. Also ja, im Prinzip war ich auch fertig. Also ich habe alles gesagt. Alle Links sind in der Beschreibung, bla. Wenn ihr wollt, guckt es euch an. Ey, wenn ihr keinen Bock drauf habt, vollkommen okay. Wenn ihr Bock drauf habt und euch extra da anmeldet für uns, coole Sache, geile Typen. Danke auf jeden Fall dafür. Wenn wir da wirklich gewinnen sollten, werdet ihr es auf jeden Fall auf dem Kanal merken. Coole Sache wär's. Ansonsten war's das und wir sehen uns, wir hören uns, wir riechen uns hoffentlich auch mal und Peace!